Wer kennt sie nicht, die zarten Grammerstädtner Krapferl? Eine Mürbteig-Spezialität, die noch heute an dem Ort, der ihnen den Namen gab, nach altüberliefertem Rezept hergestellt werden. Dass aber nicht nur Naschkatzen in Krammerstädten auf ihre Kosten kommen, zeigt sich bei einem Besuch in der unweit von Linz gelegenen Gemeinde. Fernab vom Lärm und Trubel der Landeshauptstadt findet der Erholungssuchende im idyllischen Tal der Großen Rodel genau das, was er sucht. Bereits 3000 vor Christi sollen hier die ersten Siedlungen entstanden sein. Religion spielte schon immer eine wichtige Rolle in Krammerstädten und im Jahre 1110 weihte der Passauer Bischof die erste Kirche des Ortes. Hinter der Kirche befindet sich die Kirchleiten, ein steiler Hang, der dem Bürger und Arzt Alois Peiter gehörte. Dieser begann Mitte des 19. Jahrhunderts ein soziales Projekt zu verwirklichen. Er wollte den Hang kultivieren und gleichzeitig Arbeit für die Armen schaffen. Er ließ Terrassen anlegen, Obst und Gemüse pflanzen und eine Stiege errichten, die 365 Stufen aufweist und deshalb auch die Jahresstiege genannt wird. Mit Peiters Tod kam aber leider auch sein wohltätiges Projekt zum Erliegen. Die angelegten Bauwerke verfielen, bis schließlich 1975 die Stiege renoviert wurde. Auf ihr kann man heute den Resten der Terrassen entlang bis ins Tal der Rodel hinabsteigen. Bei ausgedehnten Wanderungen auf den zahlreichen Wanderwegen, zum Beispiel zur Burgruine Lichtenhag, kann man die ein oder andere Kalorie, die man sich durch den Genuss eines Krammerstädtner Krapferls angeeignet hat, auf erholsame Art und Weise wieder loswerden. Während der heißen Sommermonate bietet das Naturbad an der Rodel willkommene Abkühlung. Die Marktgemeinde Krammerstetten zählt rund 4700 Einwohner und bietet neben der wunderschönen landschaftlichen Umgebung unter anderem auch ein Seniorenheim und kulturelle Einrichtungen, wie zum Beispiel das Veranstaltungszentrum Grammophon.